Hallo Bienenfreunde, heute geht es um die Behandlung der Völker im Winter. Ich träufle ja meine Völker. Das Verdampfen macht zu dieser Jahreszeit, denke ich mal, keinen großen Sinn, da die Völker in der Traube sitzen und im Prinzip nur die äußeren Bienen dadurch getroffen werden. Was brauchen wir? Eine Spritze, eine Taschenlampe. Diese hier sind ziemlich leistungsstark. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Da gibt es 2 Stück von über den Link. Und dann natürlich diese Oxalsäure, Dihydrat. Das habe ich jetzt hier handwarm erwärmt. Das steht bei mir im Wasserbad. Und damit werden wir die jetzt behandeln. Dann schauen wir mal. Ja, ich hatte ja im letzten Video schon mal den Bienensitz kontrolliert. Die sitzen im Prinzip alle hier vorne in der Traube auf 7 Wabengassen. Und da schauen wir jetzt mal rein, ob das noch so ist. So, ich habe jetzt so 50 Milliliter hier aufgezogen und dann schauen wir mal, wo die Bienen hier sitzen. Sie sitzen meist immer ziemlich unten. Ja, man kann auch gleich den Futtervorrat kontrollieren. Ja, sie sitzen jetzt im Prinzip von hier auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wabengassen und immer hier am Rand. Ja, wir träufeln ja, wir machen keinen scharfen Strahl. Nur ein paar Mal über die Wabengassen. Hier hinten sitzen keine mehr. So, das war's schon. Ich brauche da keine Waben auseinanderreißen, wie beim Besprühen mit Milchsäure oder so. Und bin jetzt hier schon bei dem Volk fertig. Hier kommt jetzt noch eine leicht geölte Windel rein und ich ziehe gleich die nächste Spritze auf. Wieder 50 Milliliter. Und damit geht es dann zum nächsten Volk. Ich werde euch hier 3 Völker zeigen. Und zwar hatten wir jetzt ein Volk in 1,5 Deutsch Normalmaß. Dieses Volk hier ist 1 in 1,0 Deutsch Normalmaß, einzagig. Und da schauen wir jetzt auch mal rein. Da sehen wir schon, die sitzen alle hier oben. Ziemlich in der Mitte ein starkes Volk. Ja, sitzen bis hier vorne her.
So. Ich sitze hier jetzt auch auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wabengassen. Da können wir gleich mal gucken, wie weit das Futter reicht. Also dieses Volk sitzt hier schön in der Mitte. So, und das war's auch schon. Das geht super schnell mit den Beträufeln, also da braucht er wenig Zeit und für mich eigentlich die optimale Methode hier. So, dann ziehen wir gleich die nächste auf. Also das dritte Volk, was ich euch zeigen will, ist hier eine Mini Plus. Bei der Mini Plus, die habe ich schon mal nachgefüttert. Und hier müssen wir jetzt auch mal schauen, wo die Bienen sitzen. Wenn das durchgängig ist, da brauche ich auch keine Waben runterzunehmen. Ja, die sitzen hier schön in der Traube. Also 1, 2, 3, 4, 5 Wabengassen in der Mini Plus. Wie gesagt, hier habe ich jetzt hier oben nochmal eine Futtertage drauf gegeben. Und jetzt träufeln wir hier unten auch rein. Da brauche ich auch keine Zarge hochnehmen. So, den geben wir bloß 30 Milliliter bei der Mini Plus, obwohl es eigentlich auch ein ziemlich starkes Volk ist. So, okay. Ja, Bienenfreunde, das war's für heute, was ich euch zeigen wollte. Im Prinzip drei verschiedene Völker, die ich bei mir auf dem Stand zurzeit habe. Ja, ich habe also 9 Völker in 1,5 Deutschnormalmaß und ein Volk in 1,0 Deutschnormalmaß, alle einzargig. Und dann habe ich 7 Völker Mini Plus, also insgesamt habe ich 17 Völker. Und wie ich das mache bei den drei unterschiedlichen Völkern, bei den Einzargern geht es eigentlich einfach und ziemlich schnell. Ich brauche keine Waben hochheben oder keine Zargen hochheben. Ich kann das einfach oben drauf träufeln, gucke, wo der Bienensitz ist. Und dann hat sich das. Okay, dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.